Guten Morgen, meine Lieben. Ich sehe ja super fürchterlich aus. Oh mein Gott. Ja. Super schönes Hautbild heute. Das wollen wir bearbeiten. Und zwar habe ich mir so eine Videoidee gedacht. Ich probiere komplettes Full Face mit Pinsel aus der Drogerie aus. Ich hoffe, die gibt es noch alle. Es ist schwierig zu sagen, aber vor allen Dingen wollte ich die neuen Pinsel ausprobieren. Den Duo Fiber, dann habe ich mir ja noch den Make-up-Pinsel gegönnt und auch den Kabuki von Ebeline aus der neuen Kollektion. Genauso wie das Make-up-Schwamm, was ich jetzt angefeuchtet habe, das sehr weich ist. Also im Gegensatz zu damals ist das hier, weiß ich nicht was. Das andere war Backstein. Das hier schmiegt sich sehr gut an. Und ich kann schon sagen, der hat jetzt eine Woche überlebt, die ganze komplette. Ich habe ihn jeden Tag benutzt, abwechselnd mit dem anderen. Ja, ich kann nicht meckern. Und ich dachte, wir schminken einfach was aus dem Schminkkorb. Ja, weil ich gedacht habe, ich zeige euch das und lade das dann auch direkt hoch. Hier einmal benutze ich. Oh, das mag ich nicht so vom Duft her, muss ich ehrlich sagen. Das riecht nach Orangenblütenwasser, wie es. Ja, Kornblumen. Vielleicht ist es dieses. Ich weiß es nicht. Riecht so ein bisschen nach Schnäpsle. Mag ich nicht so. 183 Days bei Trended Up mag ich nicht so. Das Primer Spray. Aber das soll uns jetzt nicht stören. Ich habe hier noch. Habt ihr das Problem auch mit dem Wimpernkleber? Egal, was ich mache, da bleibt mindestens ein Tag auf meinen Augen. Das ist echt nix. Okay, mein Gesicht habe ich auch schon eingecremt. Und zwar habe ich da, was habe ich benutzt? So ein Serum. Mein Gesicht bebt so oder so schon. Na gut, egal, scheiß drauf. Wir fangen an mit dem Primer von Essence. Den wollte ich euch nochmal ans Herz legen. Den finde ich echt gut. Also ich habe den jetzt die ganze Woche benutzt. Mit einer anderen, genau, mit dem Kokosnussprimer. Ich habe gerade überlegt, welchen ich noch benutzt habe. Den hier. Das werdet ihr dann auch im Anschluss in meiner Review sehen. Heute ist zwar nicht Sonntag, aber ich habe Sonntag einfach nicht geschafft, das Video zu bearbeiten oder überhaupt hochzuladen oder überhaupt eins zu produzieren. Und wollte mir da auch keinen Stress machen. Ihr wisst, ich lade nur dann hoch, wenn ich keinen Stress dabei habe. Ja, genau, einfach chillig. Und es soll mir ja eben Spaß machen. Und ich hatte keine Zeit, deswegen hatte ich auch keinen Spaß dran, mich unter Druck zu setzen. Dann nehme ich Baby Rose von Essence. Das ist Baby Rose. Nee, das heißt doch Baby Rose in der 030. Und das ist der Baby Skin Matte Foundation. Ich muss sagen, vom Duft her, ich habe ihn die ganze Woche benutzt. Es ist ein sehr flüssiges Produkt. Also wenn man es auch über Kopf hält, dann. Ja, kippt das sozusagen aus. Die ganze Woche lang benutzt. Ich mag diese Verpackung nicht. Es sieht zwar süß aus, aber total unpraktisch. Dieser Mini-Deckel da ran zu fummeln, das ist echt nichts für meine kleinen Nerven. Und da benutze ich den Foundation-Pinsel von Ebeline. Das ist aus der neuen Reihe. Der ist so ein bisschen dreieckig, falls man es sieht. Man könnte damit auch eine Creme-Kontur ziehen, kann ich mir gut vorstellen. Oder ein Creme-Bronzer oder ein Creme-Rouge. Also. Es ist eigentlich mit den synthetischen Pinseln fast alles möglich, wonach man sich sieht. Und da trage ich mir eine gute Menge auf, denn Pinsel schlucken oftmals was. Und ich verteile das jetzt erstmal. Und es ist eine sehr, sehr flüssige Foundation, was mich ja nicht stört, weil ich Foundation mag. Zum Geruch her, die riecht ein bisschen nach Wandfarbe mit ein bisschen Duft. Das Gute ist, oder das weniger Gute ist, diese Foundation riecht, nachdem man sie aufgetragen hat und sie sich gesetzt hat, extrem. Also sie riecht extrem gut für mich. Also ich mag den Duft, aber ich müsste es nicht unbedingt haben. Ich habe letztes Mal gedacht, was riecht hier so gut? Mit was habe ich irgendwie was, ja, rumgefummelt und keine Ahnung, Parfüm dran rumgeschmiert und es war tatsächlich diese Foundation. Und ich dachte, das wären die Blumen gewesen, als ich im Ding stand. Und das ist der angeschrägte Ebelin
Schwamm, ich muss sagen, es ist auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Für das kleine Geld, also für 3 € und man ist keine Online-Einkäuferin, kann ich euch diesen Schwamm auf jeden Fall ans Herz legen, denn er ist so fluffig, der lässt sich gut auswaschen. Da gibt es, glaube ich, auch verschiedene Farben, wie ich gesehen habe. Kostet 2,95 €. Also wirklich zum Empfehlen. Für Ebelin ist das eine Revolution, was die da jetzt hergestellt haben. Ja, vorher war das nicht ganz so schön, dadurch, dass ich mich eh richte. Und ich dachte, ich mache dann noch im Anschluss eben mein Schminkkörbchen. Ich habe mir schon ein paar Screenshots gemacht, damit ich weiß, was ich auch ja, mit reingenommen habe und was ich nächste Woche mit reinnehmen möchte. Muss ich mir noch heute Gedanken machen. Ich trage noch ein bisschen auf, also an Foundation. Sie ist mir nicht ganz deckend genug. Ich finde, die Farbe geht auch noch so ganz grenzwertig. Ich hätte vielleicht doch die 020 nehmen sollen. Sie ist nicht rosastichig, was ich schon mal gut finde. Ich kann aber nicht sagen, ob ich die Foundation mag. Also, sie ist eben nicht matt. Sie legt sich schon auf die Haut. Und manchmal wirkt sie unschön. Ich weiß nicht, ob das an die Silikone liegt, was da drin ist. Aber auf jeden Fall kann ich nicht sagen, Bomben Foundation holt sie euch. Also, da müsst ihr einfach auch mal ausprobieren, denke ich mal, in der Drogerie. Seid nicht so klug und kauft es euch gleich. Sondern probiert es echt in der Drogerie mal auf dem Handrücken aus oder so und geht mal raus damit. Bin ja da nicht so die Tante für. Ich kaufe das alles und dann denke ich mir, warum? Warum habe ich mir das jetzt gekauft? So, im Schminkkörbchen hatte ich ja einige Paletten mir vorgenommen. Ich hatte sie euch nicht gezeigt, weil ich gedacht habe, ich mache eh eine Review, sonst ist das Video einfach zu lang. Aber das hier auf jeden Fall eine Empfehlung. Und wenn ihr einen Foundation-Pinsel sucht, um aufzutragen, die Foundation, ja, dann finde ich es auch nicht schlecht, weil ich mag das immer zuerst meine Foundation mit dem Pinsel aufzutragen, weil ich es einfach schöner finde. Ja, ich finde es einfach schöner, erstmal so grob. Ich kriege morgen meine Haare gemacht. Ich freue mich so. Okay, dann tragen wir uns Concealer auf. Mein Concealer von L'Oréal ist endlich mal leer gegangen. Hallo. Alles eingesaut. Hose, T-Shirt, Pulli. Das läuft richtig gut. Vor allen Dingen habe ich die Hose frisch angezogen und der Pulli noch von gestern. Zieht ihr euch jeden Tag neue Sachen an? Also bei mir kommt immer drauf an, klar, ob man geschwitzt hat oder nicht. Ich schwitze eigentlich nicht, außer ich hatte wenig Schlaf, dann reagiert mein Körper sehr über. Ich würde sagen, auch dieser Concealer ist leer gegangen. Ich trage es mir natürlich nicht direkt auf meine Wunde auf, ist ja klar. Ja, das könnte man natürlich auch einbuffern, sag ich mal. Ja. Nee, also der Concealer ist auch leer, Gott sei Dank. Ich habe ihn jetzt eine halbe Woche benutzt, habe den Stopper schon entfernt gehabt und immer mal wieder zugegriffen. Aber da war wirklich nicht mehr viel drin. Und ich kann sagen, ich mag diesen Concealer auch nicht. Das Schwämmchen dagegen mag ich sehr. Also Schwämmchen ist echt gut. Also hätte ich gewusst, dass Evelyn irgendwann mal sowas Gutes produziert, hätte ich gar nicht von Essence einen gekauft. Sag ich mal, hätte ich lieber gewartet und die von Amber. Ich kann es mir alles nicht merken, wie es richtig heißt. Die Schwämme gegönnt, weil die auch preis-leistungstechnisch echt super sind. Also für 12,99, 13 € für 6 Schwämme ist Hammer. Und die sind wirklich von der Qualität zum Empfehlen. Also ihr seht, es hat super verblendet und ja, er ist fluffig. Also ich kann ihn mit zwei Fingern. Ich kann ihn auch mit dem Kleinen, ne? Also damit ihr seht, was für eine Fluffigkeit da einfach hat. Da muss man nicht viel Druck ausüben. Das finde ich immer ganz, ganz gut. Dann benutze ich mal meinen kleinen Kabuki und der ist super weich. Also die synthetischen Borsthaare sind super schön. Ich gehe hier in das Puder von Too Faced rein und trage mir das hier an die Poren auf. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennt. Das ist wirklich Matte and Poreless. Da ist wirklich Matte and Poreless Programm. Aber ich trage das nur in diesem Bereich auf.
Und in dem anderen Bereich trage ich mal MAC-Puder auf. Und beim Kabuki kann man ruhig so ein bisschen, ja, der hat ja so, wie nennt man das, Widerstand? Und meine Haut rastet einfach aus. Der hat, ja, wie nennt sich das, wenn man so drückt und man merkt schon, dass da auch, ja, er gibt nicht so schnell nach, sagen wir mal. Also für Mineral Foundation vielleicht optimal. Man kann das so schön, der hat auch eine schöne, der ist schön geschnitten. Man kann das so richtig schön einpressen. Und ihr seht, wie eingefärbt MAC Puder ist, ne? Also die Foundation. Und die Pinsel, die riechen mega nach dieser Foundation. Also eher dann mal so tupfend wie wischend. Dann habe ich mir einen neuen, ja, ein Duo Fiber geholt. Der ist auch benutzt, klar. Damit tragen wir jetzt mal Bronzer auf. Bronzer, Bronzer, Bronzer. Ich habe die Palette von NYX gerade im Badezimmer. Ich benutze einfach das Sleek Puder und wir gucken mal, wie wir klarkommen. Also, so sieht es aus. Und ich verteile das mal. Da ist auch kein Produkt mehr drauf. Ich habe ihn jetzt des Öfteren mal jetzt einfach so abgeputzt am Kosmetiktuch. Da dürfte jetzt eigentlich nichts mehr drauf sein. Ich habe ihn die ganze Woche auch mit benutzt. Klar, weil er auch in meinem Ständer hier war. Ich mag diesen Pinsel total gerne. Ich finde, er verteilt das Produkt optimal. Und er gibt keine so Flecken. Manchmal hat man dann so, ja, wie soll ich sagen, so Streifen vom Duo Fiber. Das habe ich ab und an, wenn ich so Duo Fiber nehme, die nicht so rund geschnitten sind und nicht so fein, sondern so abgehackt. Ich kann euch mal, nee, kann ich nicht, habe ich gerade nicht da. Also so, ne? Doch, habe ich da. Auch von der Drogerie. Und der von Ebeline ist wirklich toll. Also ich überlege gerade, ob wir eine neue Palette noch dazu nehmen. Um euch einfach nochmal eine. Oder. Ne, wir nehmen die Festivalpalette, genau. Wir nehmen die Festivalpalette. Ja, das ist ein toller Pinsel, auch zum Empfehlen. Gerade wenn jemand einen Duo Fiber sucht oder sowas. Ich mag nur nicht Pinsel, die so von dick auf dünn gehen. Ich weiß es nicht. Ich habe sie gerne in einer, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, gerade irgendwie. Kann ich besser zugreifen, gefällt mir irgendwie besser. Es ist jetzt nicht schlecht. Der Pinsel ist wirklich sehr hochwertig. Also, ja, ich finde ihn richtig gut. Damit kann man natürlich auch Rouge auftragen. Das machen wir jetzt auch schnell. Und da kann man so richtig schön, da geht nicht zu viel. Wisst ihr, was ich meine? Man kann so, und dann, ja, weiß ich nicht, man sieht dann einfach frisch aus. Auf die Nase mache ich das immer. Ich weiß nicht, ich mag das, wenn ich ein Rudolf die Zrientier bin, auch im Sommer und im Frühling vor allen Dingen. Irgendwie finde ich das süß, wenn das eben leuchtet. Dann habe ich hier unzählige Pinsel noch. Ich habe keine Ahnung, ob es die noch von Ebeline gibt. Darauf habe ich jetzt nicht geachtet. Aber das ist so ein Duo gewesen. Super gerne benutzt für flüssige Foundation. Den hier. Ne? Das hier ab und zu mal für den Highlighter. Hat mir sehr gut gefallen. Ich weiß es nicht, ob es in der Drogerie noch gibt. Ich schaue mal nach und schreibe mal hier dann hin, ja oder nein. Und dann diesen Rouge-Pinsel, den habe ich auch sehr gerne am Anfang für Highlighter benutzt. War mir aber dann zu großflächig. Und ich habe es dann angefangen für Rouge zu benutzen. Und da mag ich ja wirklich so kleinere Pinsel für Rouge. Also nicht so riesen Bronzer-Pinsel oder sowas, nicht sowas. Ja. Genau, so viel zum Thema. Dann mache ich die Pinsel mal raus, die ich schon benutzt habe. Und dann habe ich hier verschiedene von Ebeline, von Essence, von Terra Naturi solche. Dann habe ich hier von Alicia de Silvia. Ich glaube,
Die sind von Barbara Hoffmann mitentwickelt worden. Diese hier auf jeden Fall von Barbara Hoffmann. Und da merkt man aber auch, die sind von Terra Naturi. Den ich nicht so gerne mag, ist der hier, weil er schon so ausgefranst ist. Aber den habe ich so bekommen. Das sind meine absoluten Lieblinge von Terra Naturi. Die gibt es im Müller. Ich habe meine Freundin damit auch angefixt, obwohl sie gar kein so Typ ist für Pinsel oder überhaupt Kosmetik. Sie hat sich den hier geholt und da weiß ich gar nicht, ob sie sich den auch geholt hat. Aber der ist so mega weich, der ist. Ich weiß es nicht. Der genauso. Ich finde den hier noch ein bisschen feiner geschnitten als den hier sogar, obwohl der sehr, sehr weich ist. Ja, wir fangen einfach an. Ich trage mir erstmal einen Highlighter auf. Ich habe jetzt keinen bestimmten Highlighter-Pinsel von Evelyn oder von irgendjemand anderes. Oder ich habe den jetzt verschlampert, keine Ahnung. Aber ich zeige euch, wie ich es mit dem hier gemacht habe. Da nehme ich mir den Joebla, also den Highlighter von Joe. Oder Joe. Ich habe keine Ahnung. Skinny, nicht Skinny Dip. Wie heißt denn der? Der Powder Highlighter Rose Gold. Und habe den als hier aufgetragen. Na, man sieht ja, man kann hier so richtig schön. Ich meine, man kann mit jedem Pinsel irgendwas anfangen. Also es ist nicht so, dass man denkt, pff, so ein Schrott. Habe ich sehr gerne benutzt, habe ich mir nachgekauft gehabt. Von einer Freundin. Hat mir sehr gut gefallen. Weil halt eben zwei Seiten und manchmal möchte man nicht so viel herumschleppen. Und dann hat man einfach zwei Seiten. Natürlich auch super optimal für Highlighter, für Foundation auftragen. Aber ich wollte euch ja eher die neuen Pinsel zeigen. Und wie man sieht, trägt er wirklich den Highlighter super schnell und auch punktuell und verblendet das trotzdem, obwohl es so ein flach gebundener Pinsel ist. Gut auf. Boah, war der Satz lange, lange, lange Straße. Fixierungsspray. Ja, diese Pinsel hier, ich weiß es mittlerweile nicht mehr. Es gibt ja neue Pinsel. Ich werde jetzt die alten probieren und ich denke, die neuen sind genauso. Pinsel von Müller habe ich mir hier auch aus dieser Alicia oder wie heißt die Alicia-Reihe ja geholt. Ich muss sagen, die sind echt nicht schlecht. Kann ich auf jeden Fall euch ans Herz legen, die mal anzugucken, vor allen Dingen, weil sie so kurz sind, ne? Man kann ganz nah an den Spiegel ran. Manchmal hat man ja Probleme und sieht nicht so richtig. Ich gehe auch dran und dann knallt das so gegen den Spiegel. Vielleicht kennt das jemand, dass ich ein bisschen, vielleicht kennt das derjenige, der auch in derselben Situation steckt. Man sieht das nicht so richtig, geht näher dran und dann ist der Pinselstiel aber viel zu lang. Oh, so viel um den heißen Brei mal wieder. Aber ihr wisst ja, Schwätzen ist mein Hobby. Ja. Auch eine Empfehlung kann ich euch ja auch sagen. Color Intensifying, Color Base oder Base irgendwas. Gott, hier ist alles voller. Alles voll. Alles voll. Und das tupfe ich dann so ein, ohne meine Finger schmutzig zu machen. Jedenfalls versuche ich immer, meine Finger nicht schmutzig zu machen. Das gelingt mir aber nicht immer. Wenn sich der Concealer ein bisschen abgetragen hat, dann kann man das auch gut mit einem Schwamm einfach ja abnehmen. Das finde ich immer besser, als wenn man da noch Puder drauf macht. Dann hat ja finde ich einfach besser. Ja. Zum Beispiel so abgeschrägte Pinsel kann man gut für einen Eyeliner nutzen. Der ist nämlich ziemlich schmal von Essence hier. Den kann man sehr gut dafür nutzen. Und der hier von Terra Naturi, wer da eben auf Holz achtet oder auf Naturkosmetik, ist auch zum Empfehlen. Der war bestimmt nicht so, als der Anka, also als man den gekauft hat. Aber ich habe ihn so gekauft dann bei jemand anderes. Ist jetzt nicht so schlimm, weil ich ja genug abgeschrägte habe. Aber es würde mich doch nerven, wenn das hier so ein bisschen ausgefranst ist. Ich hoffe, ihr kennt das. Und ich hole euch auch nicht mehr ganz so nah dran, weil man eben nur die Hälfte sieht. Das hatte ich in den Kommentaren gelesen, weil mein Spiegel hier unten ist und ich das irgendwie, ja, keine Ahnung, vergesse. Es tut mir leid. Ein ernst gemeintes, es tut mir leid. Ja, genau. Dieses Spray wollte ich nur dazu sagen, wer fettige Haut hat, lassen. Es ist ein Glow drinne auf jeden Fall. Man hat auf jeden Fall das so ein Glanz auf der Stirn, obwohl ich es ja abmattiert habe ohne Ende. Aber man hat immer noch dieses. Ja, es glänzt halt. Kann man halt nichts zu sagen. Es glänzt und
glänzt. Color Festival Palette. Ihr wisst ja mittlerweile, wie das gute Stück aussieht. Ich wollte einfach gucken, wie es dann ist mit Drogeriepinsel, ne? Also ich meine, man hat genug meistens an Pinseln. Ich glaube, am Pinselmagen hadert es nicht so. Aber gucken, wie die Palette halt eben mit synthetischen Drogeriepinseln ist. Ich fange an. Ich weiß nicht, ob ich so einen außergewöhnlichen Look haben möchte oder eher so ein, ja, Pulli muss ich eh wechseln. Ich fange hier mit diesem Peach-Ton an und trage das mir eben mit diesem fluffigen Ebeling-Pinsel auf. Ein Ticken hole ich euch schon dran. Dann seht ihr ja nichts. Augenbrauen mache ich dann am Schluss. Und fange dann an. Ja, das war jetzt gut. Ich weiß nicht, wer gedacht hat, dass das so knallige Töne sind. Ich finde nicht, dass sie so knallig sind. Also das hier, ne, das wirkt vielleicht im Pen so, weil, aber es sind halt eher so Pastelltöne. Und für Pastell, ich meine, auf Festival hat man doch oftmals helle Sachen an, ja, freundliche Sachen. Warum sollte das ja auch so knallen, wenn man knallt? Warum muss immer alles so knallig sein? Also es kann doch auch mal was Pastell sein. Hat sich jemand über zur Eva Palette beschwert? Ich glaube nicht. So. Also ich finde, das knallt trotzdem, obwohl es ein pastelliger Ton ist. Welchen Pinsel ich auch gefeiert habe, eigentlich wollte ich den in Duo, den hat die Jenny Highlights hat gesagt, der ist cool, One-Shadow-Look, ne, kann man gut machen, das wollte ich mir auch holen, da gab es den schon nicht mehr, dann gab es den nur noch einzeln und jetzt gibt es den, glaube ich, gar nicht mehr, macht aber nichts, es gibt genug Drogeriepinsel, ich meine, die hier sind ja auch noch super, ich finde einfach nur preistechnisch kann man sich da schon ein Pinselset bei BH Cosmetics holen. Gott, wie kann man so ein Loch im Kopf haben? Ja, wie geht das? Geht schon, ne? Geht immer. Dann habe ich von Alicia auch so einen ganz, ganz tollen Pinsel. Das ist, so ein Smudger. Also ein Pencil Brush in wirklich einer sehr harten für unten am Wimpernkranz optimal. Oder um seinen Lidstrich zu zersmatschen, wirklich optimal gedacht, also wirklich eine gute Idee, oder eine scharfe Cut Crease zu ziehen, ne, oben dann rumzuarbeiten, finde ich echt cool. Das habe ich so noch nicht in einem Pinselset, obwohl ein Pinsel ähnlich ist, doch aber hier, der von BH Cosmetics aus den Rose Quartz Set, glaube ich, war das, oder Crystal Quartz Set, der ist auch so. So feste gebunden. Feste gebunden. Genau. Ich benutze den hier und ich brauche ein Kosmetiktuch. Das ist zwar keins, aber ich mache mal kurz einen Cut rein und ich kümmere mich mal kurz um meinen. Geht's mit unserem Look, den ich mit der Festivalpalette ja kreieren möchte. Und den ganzen Pinsel, die ich so zur Verfügung habe. Der ist super genial. Also ich liebe diesen Pinsel von Terra Naturi. Der ist wirklich so fluffig. Da hat man einfach ein geiles Gefühl, wenn man den benutzt. Und da möchte ich jetzt hier einmal in das Pink gehen. Das wird wieder ein, ja, etwas krasserer Look, denke ich mal. Man kann wirklich super, super... Also ich finde, wo hat die keine Pigmentierung? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wo das Problem ist, wo man die Pigmentierung suchen muss. Also ich finde die gut pigmentiert. Und wenn man eben dieses Farbschema noch nicht hat, finde ich das nicht verkehrt, wenn man sie sich holt. Ich weiß nicht, was man erwartet. Man kann ja mit, also sogar günstige Pinsel können mit der Palette arbeiten. Vielleicht hat man einfach was ganz anderes erwartet.
Ich möchte heute diesen Ton auf jeden Fall benutzen. Hier gibt es leider keinen hellen matten Ton, was so ein bisschen schwierig ist. Ich habe hier noch einen Rossmann-Pinsel von For Your Beauty. Das ist so ein ganz fluffiger Blender. Damit kann man die Übergangsfarbe auftragen oder eben hier die Übergänge einfach neutralisieren, indem man einfach nochmal drüber geht über alles, damit es ein bisschen heller wird. Also damit es ein bisschen ja, weicher wird. Finde ich nicht verkehrt. Also ich finde, Drogeriepinsel können wirklich mittlerweile gut auch mit dem High-End-Bereich. Ich habe jetzt keine Wayne Goss-Pinsel, aber ich habe zu Eva. Und wenn man sich jeden Pinsel einzeln kauft, weil zu Eva kommt man da ganz schnell auf eine Mille, glaube ich. Es wird einfach teuer. Es wird echt teuer. Also ein Grundset wäre nicht verkehrt von zu Eva sich zu gönnen. Was Pinsel, was Augenpinsel angeht. Ich finde synthetische Gesichtspinsel immer gut, besser sogar als die Echthaar. Und ja, ihr seid schräg drauf, weil mein Stativ ein bisschen kaputt ist. Ja, das Ganze cutte ich jetzt, denke ich mal. Also ich mache gerne mittlerweile Cuts, damit man einfach die Farben gut erkennen kann. Und da habe ich auch einen tollen Pinsel, mit dem ich super gerne arbeite. Zum einen habe ich hier von Essence einen. Das ist der Smoky Brush. Das ist so ein ganz kleiner, ja, flachgebundener. Und dann habe ich hier von Real Techniques einen Lippenpinsel. Ich finde den aber super geeignet, um die Augen zu cutten. Ich benutze da meinen Concealer für von Make-up Revolution. Trage mir da so ein bisschen Produkt ab. Das Einzige, was ich an diesem Pinsel nicht mag, ist dieses Gummierte. Ich glaube, das haben sie jetzt geändert, weil es wird so schnell dreckig. Und dann cutte ich einfach mal mein Lid. Man einfach ganz, ganz präzise damit arbeiten kann. Bei so ungeduldigen Menschen wie mich muss das immer alles ganz schnell gehen. Und meistens verkacke ich meine Looks auch deswegen, weil ich eben so ein ungeduldiger Mensch bin. Ich bin in allem ungeduldig übrigens. Und da ist wirklich Übung macht den Meister in so Looks und sowas. Also wenn jemand sagt, er kriegt das nicht hin, das habe ich ja, ich bin ja nicht geboren und habe meine Looks gleich gemacht, obwohl ich ja mit dem Maybelline Bronzer geboren worden bin. Ich verkacke genauso Looks. Das sieht vielleicht manchmal so aus, als könnte ich das, aber ich kann es eigentlich nicht. Üben, üben, üben. Ich bin seit 10 Jahren am Schminken. Und die Cut Crease am Anfang hat überhaupt gar nicht bei mir geklappt. Also manchmal verkacke ich sie, wie gesagt, weil ich so ein ungeduldiger Mensch bin. Ich hoffe, sie sind auch gleich, einigermaßen gleich. Was ich jetzt gerne machen würde, ist einfach dieses Grün, dieses Hellgrün, was ich eben gerade benutzen wollte, wo ich gesagt habe, das möchte ich auf jeden Fall heute benutzen. Da benutze ich diesen Smoky Shader oder auch ein, ja, mal gucken, mit welchen, entweder den abgeschreckten von Terra Naturi. Ich probiere jetzt erstmal den Essence, da weiß ich ganz genau, dass es den noch im Sortiment gibt. Und trage ihn mir hier so auf. Das ist, ich weiß es nicht, so ein Grün-Gelb, aber ich hätte gerne so ein Neon gehabt. Irgendwie. Ich probiere nochmal den hier, weil der eben fester gebunden ist, ob man das dann besser dran platzieren kann. Und es gibt bei mir auf jeden Fall Tage, wo ich mich dreimal abschminken muss und dann das komplett lasse, weil das einfach nicht funktioniert. Auch wenn ich keinen Bock habe, mich fertig zu machen, dann gelingt mir eh nichts. Dann gelingt mir nichts. Ja. Auf jeden Fall bei dem tristen Wetter, was wir heute haben, auf jeden Fall eine schöne Pop of Color. Den hätte ich mir schon ein bisschen neonfarbener vorgestellt. Ich meine, es ist schon nicht schlecht. Ich sprühe den mal an. Vielleicht wird da dann irgendwas.
Weil matte Töne sprühe ich eigentlich nicht an, weil es eben fleckig wird. Aber. Nee. Oder? Wird er intensiver? Ich glaube nicht. Naja, das lassen wir jetzt einfach mal so. Dann habe ich ja, ich sehe ja, welche Farben ich schon benutzt habe. Ich glaube, ich gehe aber in das Rosa. Mit demselben Pinsel oder nehme ich dann anderen? Ich benutze jetzt mal den alten Ebelin-Pinsel. Das ist so ein synthetischer, fühlt sich aber irgendwie so, ja, nach Echthaar an. Wisst ihr, was ich meine? So eine rauere Struktur, was ich als nicht so verkehrt finde. Und gehe einfach in den Flamingo-Ton nochmal rein. Da kommt auch ordentlich Produkt runter. Also ich feiere ja diese Flamingo-Farbe in letzter Zeit wirklich. Ich habe schon immer Korall gemocht. Wirklich eine tolle, tolle, tolle Palette. Mit demselben Pinsel gehe ich einfach in Disco rein. Disco ist ein heller Ton. Und so ein Gold jonglierender Ton. Trage mir den einfach hier so auf. So sieht es aktuell aus. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder nicht. Ich möchte Queen auftragen. Und zwar nehme ich da einfach meinen Finger zu und trage Queen hier auf. Und hinten werden wir gleich ein bisschen dunkler. Mit den Fingern, klar, ist es logisch, ne? Dass die Pigmente besser aufgenommen werden und dass es auch besser aussieht. Ich finde aber, eigentlich müssen Lidschattenpaletten auch mit den Pinseln gut performen. Und da finde ich tatsächlich bei so schimmernden, ja, diese Pinsel gut, die so ein bisschen fluffig sind, weil sie einfach das Produkt ziemlich viel aufnehmen. Und wenn man sie dann ansprüht, dann werden sie echt intensiv. Also eher so, nicht so flach gebundene, also nicht sowas. Da kratzt man eher nur so an der Schicht, sondern richtig fluffige Pinsel dann ansprühen, dann fällt das Pigment nicht so runter. Und ich muss auch sagen, dass nicht viel runtergebröckelt ist. Ja, jetzt machen wir das so und dann diesen Ton hier, das ist so ein dunkel-lila-blau. Also es sind ganz interessante Farben hier unten. Entschuldigt, ich habe jetzt den hier genommen. Und den trage ich mir hinten auf. Oh ja, das ist so ein Blau. Sehr interessant auf jeden Fall. Ja, hat was. Also, es hat so eine. Naja, die Glitzerpartikel sind immer so ein bisschen schwierig in Lidschatten. Aber die kann man dann so. Da bröckelt natürlich was runter. Also, da sprühe ich das mal an. Dann bröckelt auch nicht so viel runter. Die Pinsel da rumswirbeln. Oh ja. Ist echt schön. Also der gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Und den ziehe ich mir noch so ein bisschen, dass die Glitzerpartikel überall so ein bisschen auf dem beweglichen Lid sind. Einfach so ein bisschen auf dieses. Ja, was war das? Queen? Dann gehe ich mit dem Pinken. Pinsel noch so ein bisschen hier so lang, das nicht ganz so scharf aussieht. Aber da ist Blenden nämlich auch nicht so richtig, weil bei Glitzerprodukten dann zu blenden, finde ich eigentlich, ja, blöd. Ich gehe nochmal in Right oder Right am unteren Wimpernkranz. Und ich denke, mit einer schwarzen Base kommt er richtig, richtig gut raus. Also, ich finde, wo
Leute, wo fehlt das Pigment? Man erkennt jede Farbe doch einzeln. Und trotz günstigen Pinseln, Billo-Pinseln, haben wir das schönste Ergebnis. Also es geht natürlich immer schöner, um Gottes Willen, na klar. Jetzt könnten wir auch diesen Pinsel hier nehmen. Den mache ich super gerne unter meiner Augenpartie. Oder für Rouge, weil der sich so schön dem Gesicht anschmiegt. Wirklich, mag ich super gerne. Jetzt verblende ich das Ganze nochmal hier mit Pop. Hier unten. Ich gucke gerade, wie viele Minuten wir haben. 3. Drei. Okay, ich wäre ja auch mit meinem Augen-Make-up schon fertig. Also ihr seht, es geht easy peasy, auch mit günstigen Pinseln. Und ich kann sie euch alle empfehlen, weil ich habe schon aussortiert, was ich nicht brauche, weil ich so viele habe. Auch die Müller-Pinsel. Die ganzen Pinsel sind wirklich zum Empfehlen. Also wenn ihr da mehrere Details haben wollt und meine Lieblingspinseln aus Drogerie- und Douglas-Bereich, dann kann ich euch das gerne abfilmen. Jetzt mache ich mein Gesicht einfach komplett fertig. Wir sind ja eigentlich soweit fertig. Ich mache nur noch meine Augenbrauen, ziehe mir einen Lidstrich und dann komme ich auch nochmal zurück zu euch. So, meine Süßen, ich bin fertig. Ich habe jetzt einen Lidstrich gezogen, Wimpern getuscht, Lipgloss aufgetragen. Übrigens ist es der hier, die 030 Tutti Frutti. Kommen wir zum Fazit. Ich meine, man kann mit allen Pinseln irgendwie was anfangen. Es gibt keinen schlechten. Also die von Ebeling kann ich euch empfehlen. Auch die von Müller von der Eigenmarke, ne? Von dieser Alicia da Silvia, dann von Terra Naturi Top Pinsel, also für das Naturkosmetikbereich wirklich und gebunden von Barbara Hoffmann, also die war in Kooperation. Essence hat tolle Pinsel, also man kann wirklich, wenn man klein anfängt, wirklich, ich habe auch ein Pinselset damals, glaube ich, für 13 Euro und da waren 48 Pinsel, so habe ich angefangen. Damals gab es für mich nur Applikatoren und selbst da habe ich mich geschminkt. Also es kommt immer darauf an, ob man halt Bock hat, irgendwie sich damit auseinanderzusetzen. Jetzt habe ich Millionen von Pinseln benutzt, meistens immer dieselben. Und da würde ich auch gerne mal ein Full Face auf meine liebsten Pinsel machen, die ich immer wieder verwende, die ich immer wasche, wenn ich mich freue, dass ich die da habe. Und ja, zu den ganzen Produkten, die ich auf dem Gesicht habe, ist okay. Also gerade die Lidschattenpalette. Ihr seht doch jede Farbe, oder? Also ich, nichts Schlimmes. Also wirklich, gönnt euch die Festivalpalette, wenn ihr Bock habt. Wenn nicht, dann lasst es. Es kommt wieder irgendeine neue Palette. Also nächste Woche oder nächsten Dienstag ist wieder einer am Start. Aber die wäre, falls ihr irgendwie schlechte Reviews oder irgendwas gehört habt, die wäre schon. Und ich habe da nicht arg viel Mühe gehabt, damit zu arbeiten. Ich finde, sie ist auch nicht so pastellig. Also es knallt schon ordentlich auf den Augen, ne? Schön bunt. Ja, damit verabschiede ich mich. Ich hoffe, das hat euch gefallen und ihr konntet was daraus ziehen für euch, was Sinnvolles, auch wenn nicht immer meine Videos so sinnvoll sind. Und ich wünsche euch was. Jetzt geht's gleich zum Schminkkorb. Ciao!